Servus Leute, zurück zu Let's Play Mutiny Zero Lord to Eden. Wir sind kurz vor Eden angelangt. Wir haben gerade die verbotene Stadt durchquert. Hier im Hintergrund sind noch ein paar Gegner, irgendwie so ein Robotergeschäft, wo ich halt keinen Diebstahl betreiben kann. Und noch so eine Drohnenviech, das ich nicht zwingend nochmal bekämpfen muss, weil es einfach lästig ist. Viel Leben. Um nichts. Da muss ich einfach ein paar EMPs werfen und schon ist gut. Deswegen gehen wir direkt weiter und schauen uns an, was kurz vor Eden auf uns lauert. Eden erreichen. Das ist unser Ziel. Die verbotene Stadt ist voller Roboter. Wie kommen denn die? Achso, wir sind durch die verbotene Stadt jetzt. Genau, das wollten die Kultisten ja nicht, weil gefährlich und so. Das versiegelte Tor. Ah ja. Hier wollen jetzt die Kultisten, glaube ich, das freisprengen. Kann das sein? Wir sind close, aber die Novacent, they are here. Be careful. Natürlich, da ist schon ein Bruder. Ein Sektenjäger, 26 Leben. Sektenpanzer, 36 Leben. Ja, ja, das sind alles interessante Viecher. 26 Leben. Habe ich ja schon mal gesagt. Das kriegen wir hin. Muss ich zweimal critten. Dann schaffe ich es auf jeden Fall. Der Sektenjäger, den kann ich, den muss ich als erstes killen. Mit zwei Crits. Puh, das wird nicht leicht. Ich muss halt 75%ige Chance aus dem Versteck erreichen. Weil wenn sie treffen, dann critten sie. Genau. You don't know who you're messing with. What do you think about it? Okay, wenn das klappt, dann klappt das auch alles. Dann ist der Rest auch kein Thema mehr. Nummer 1, weg. Allerdings gefällt es mir nicht, dass wir das so häufig erreichen müssen. Bullseye. Vielleicht wäre es. Oh, wir sind Stufe 40. Follow me. Vielleicht wär's dann Stufe 70. Sind die vor einem Bunker und haben jetzt die Gewinnspielzahlen oder so? Oh, da vorne ist er. My children, listen to the words of Plutonia. We stand before the gates of Eden. Inside lies the sacred numbers. The numbers will awaken the weapon and cleanse the zone. Destroy the gates. Enter Eden. Find the sacred numbers. Cleanse the zone with fire and bring the ancients home. Wie wäre es mit Nein? Ist dort vorne die Verrückte? Schauen wir mal, vielleicht schaffe ich sie. Oh, da ist noch ein Medbot. Ja, wir versuchen es trotzdem. Mist, Magnus wurde entdeckt. Daneben. Nee, das ist nicht das Ziel, was ich erreichen wollte.
Schade, das war nichts. Allerdings ist auch nicht sicher, dass ich da angehen will. Ich könnte auch mir mal die Medkits reinziehen und einfach mal einen richtig harten Kampf anwenden. Also richtig harten Kampf mit All-In. Aber ich glaube, im Moment könnte das sehr wehtun. Was haben wir denn da drüben? Das versiegelte Tor. So this is it. The Gates of Eden. The Nova Sect might have beat us here, but they can't get in. We still have a chance, but we have to stick to the shadows. Und wir müssen den Medbot ausschalten, bevor wir entdeckt werden. Ah, das klappt nicht. Weil wenn er explodiert, dann werden wir entdeckt. Das kann ich jetzt schon sehen. Okay. Sektenpanzer auch noch. Also die stehen hier wirklich alle sehr kompakt. Was haben wir hier drinnen? Oder hier draußen? Ein Sekten. Warum steht immer so ein Tank mit einem Sekten schlechter zusammen? Ja, ich wollte gerade vorschlagen, wir müssen ja bloß Plutonia killen, oder? Aber vermutlich ist das leichter gesagt als getan. Da sind noch Bots. Okay. Warum auch immer hier Bots sind? Naja, gut. Kümmern wir uns um die Bots. Genau, Bots schlachten sollte machbar sein. Stay away from me. Weil umso mehr ich kill, umso eher, glaube ich, habe ich die Chance, einen einfachen Kampf zu erleben. Okay, das war mir klar, dass ich den vermutlich triggern werde. Aber das müssen wir halt jetzt einfach unterbinden, indem wir ihn jetzt killen. I am the beautiful weapon. Ask your hurt. Sehr nice. Ich würde gerne nochmal zurückgehen und nachschauen, was im neuen Laden drin ist, aber ich gehe mal davon aus, dass da nichts mehr drin ist, außer mehr von allem prinzipiell. Dementsprechend sparen wir uns das Zurückgehen und kümmern uns um die Hauptgegner hier. Give up now and I'll go easy on ya. Gut. On me. Und leveln weiter ab. Wir leveln fleißig. So, was gibt es hier noch? Loot gibt es hier noch. Was ist da? Okay. Eden, ist das ein Bunker oder wie? Reserves Lacket. Work harder! Break the gates down! And find the sacred numbers! Wie wär's mit Nein? Hier ist kein Loot versteckt, das ist ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen enttäuschend. Ist hier oben. Noch nicht viel. Kurios. Durchaus kurios. Hohe Priesterin Plutonia. Okay. Hier wird's auf jeden Fall einen Kampf geben.
Die Frage ist nur, wie gut kann ich da einiges ausdünnen? Finde ich eine gute Position. Ach, der Schatten ist wieder geil. Der Pixelschatten. Hier haben wir schon mal eine gute Position. Die ist nicht zu verachten, wenn wir den Kampf starten. Wir haben nämlich eine wunderbare Position auf alle. Da könnte mein Sniper oben drauf. Ja, der hätte eine gute Position. Erhöhte Position und alles. Oh, ja. Vielleicht gebe ich ihm noch den Hut. Von Pharaoh. Break through the gates of Eden! The sacred numbers await us! Die Frage ist, sind diese Gegner hier drüben relevant? Muss ich die vorher ausschalten, sonst habe ich Probleme? Das ist die große Gewinnspielfrage, weil da ist auf jeden Fall... Ja. Den Second Pyro kann ich von oben killen. Von oben habe ich eine sehr hohe Crit-Chance. Einzig, der muss halt treffen. Du zuerst. Danach du 100%. Und du noch. Du musst halt treffen. Dann ist alles gut. Hat jemand seine Flasche fallen lassen. Und schon wurde er ausgedünnt. So, die haben hier einen die haben hier einiges. Warte mal, was haben die da vorne? Was ist das? Das ist eine Bunkerkapsel oder was ist das? Ein Aufzug? Ein Schacht oder? Keine Ahnung. Gut, die Frage ist, kann ich den Medbot schlachten, ohne dass es der Mimir mitbekommt? Wenn ja, GG. Wenn nein, GG. Und der Sektenpanzer noch natürlich. Okay, der ist zu nah an dem Sektenpanzer. Ich habe die Befürchtung, dass das so nicht klappt. Wir werden es probieren. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann werde ich wahrscheinlich den Mimi als erstes killen. Weil wenn der drauf geht... Habe ich schon mal viel gewonnen. Magnus wurde beim Schleichen entdeckt. Stay away from me. Gut. Wichtig. Die sind ja vorne gefokust, oder? Die merken das ja nicht. Hoffe ich einfach mal. Schöner Crit. Okay. Theoretisch kann ich garantieren, dass du drauf gehst. Also du hast es bemerkt. Der andere nicht. Ich kann ja mitten im Kampf auch speichern. Das ist ja das Coole. Weil dann gönne ich mir die 75%ige Chance auf eine 50%ige Chance. Wenn das nicht klappt, dann haben wir immer noch... Dann haben wir immer noch eine Möglichkeit mit EMP-Granaten. Der wäre einfach drüber gelatscht. Oh, das Coole ist, nur der hat's bemerkt. Der Tank zum Beispiel hat's nicht bemerkt. Die Frage ist nur meine Sequenz, mein Sequencing. Wenn der Panzer dann drauf geht, wie ist es dann mit meinem Stealth? EMP-Granate. Oh.
So, jetzt müssen erstmal alle hier hin. Das ist eine gute Position. Theoretisch ist es auch eine gute Position für einen weiteren Kampf. Oh, naja. I'm the hero, you're the zero. That's right. Yes. That's right, I'm Pharaoh. So, die war gar nicht im Weg. Magnus war im Weg, damit Boromir da durchkommt. Naja, dann halt nicht. Dann bleibt er halt da. Aber dann sollte auch Pharaoh wieder zurücklaufen. Die Explosion muss man nicht unbedingt abbekommen. Nicht freiwillig. Okay. Jetzt wird spannend. Werden die anderen drei alarmiert? Wenn der jetzt drauf geht. You don't know who you're messing with. Sehr, sehr beeindruckend, dass sie es nicht wurden bei dieser Explosion. Was, nur Schrott? Also, schwach. Okay, wir haben jetzt Plutonia hier. Und ein Schwachkopf haben wir und einen Sektenpanzer. Alles klar, alles klar. Wisst ihr was? Ich teste es einfach mal. Werden die anderen da vorne getriggert? Wenn nicht, dann... Ja, dann können wir es ja auch ohne machen. Dazu sollte ich aber vermutlich... Den Sekten... Nee. Vermutlich... Ach, wisst ihr was? Wir killen lieber alle Gegner hier. Sicher, sicher. Die Frage ist nur, wen als erstes? Bruder Mark. Lukta. Einer hat überrennen. Der andere hat mich nicht mitbekommen, oder? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann müssen wir ihn jetzt bloß tot zergen. Say my name, Jizzwipe. It's Pharaoh. What do you think about that? Sollte machbar sein, würde ich sagen. Sollte machbar sein. Dann können wir den Jäger killen. Yeah. 6 Schaden brauche ich noch. Wäre ein Crit. I am the beautiful weapon. Wohl ja. Broody. The Broody is down. So, die Frage ist, wie kill ich den Sektenjäger? Sie hat hier die Spezialfähigkeit, in die Luft zu steigen. Sie hat die Spezialfähigkeit, in die Luft zu steigen. Andererseits... Ich hoffe einfach, dass das die da drei separat von den anderen zählen und dann können wir es ja anders angehen. Du wechselst auf die Waffe.
schlecht. Aber eigentlich... Ah, das... Hm. Eigentlich ist es doch nicht so gut, wie ich es erhoffe. Ich werde den dort oben rushen. Das passiert auf jeden Fall. Aber... Anders als ihr denkt vielleicht. Ich werde hier ihn rushen. Er wird aber den Sektenschlechter übernehmen, weil der Sektenschlechter ist wahrscheinlich wieder ein Hirni. Hier ist eine gute Position. Hier drüben. Ja, da komme ich leider nicht hoch. Na, dann wird es wahrscheinlich hier drüben sein. Ja, nicht da hängen bleiben. Hier drüben. Hier. Hier drüben. Genau, hier. Was war das? Das war kurios. Okay. Du könntest da hoch und den abschlachten. Na gut, aktivieren wir ihn und aktivieren seine Fähigkeit auf den, jawohl, der Sektenschlechter. Dann müssen wir halt sofort den Sektenjäger killen. Schade, du hast hier keine Position, wo du einerseits vor dem Jäger geschützt bist und andererseits den Panzer angreifen kannst. Wie kommt er da hoch? Wie kann der da hochspringen? Nahkampf. Angriff! So. Alarmiert neue Einheit. Du machst mit der beim Crit ziemlich viel Schaden. Der Jäger hat es auch gar nicht mitbekommen bisher. Naja, sei es drum. Den hat's umgehauen. So. Ballern. Give up now and I'll go easy on ya. Der ist ausgeschaltet. Und wenn der sich jetzt um den kümmert, dann kümmere ich mich im Gegensatz um ihn. Und zwar mit voller Gewalt. Oh. Alles gut. Schön von oben. Extra Trefferchance. Ballern. Hurt, don't it. Der will jetzt seinen Kumpel töten? Ja. You are weak too. Sleep it off. Und die anderen haben es nicht mitbekommen. Das heißt, meine Fähigkeiten sind jetzt wieder resettet. Bring down the gates. Tear them apart. Bring the
Deine Verbündeten sind irgendwie... ja, nicht mehr so häufig vorhanden, oder? Da ist noch der grüne Nebel. Der grüne Dunst. So. Wir haben hier einen Sektenjäger. Den würde ich übernehmen wollen. Danach. Kümmere ich mich erst um den Sektenpanzer? Ich glaube ja. Ich glaube ja, das möchte ich zuerst. Stay back. Geil wäre natürlich, wenn ich den Sektenpanzer übernehmen könnte. Oder Sektenjäger ist auch nicht schlecht. Kümmere ich mich erst um den Sektenpanzer und dann... um Plutonia. Tante Plutonia. So, ist eine gute Position. Die anderen beiden müssen halt jetzt hier eine gute Position beziehen. Okay, das geht nicht. Nee, eigentlich nicht. Hier ist eine gute Position. Du wurdest noch nicht gesehen. Speichern vor diesem Kampf. Gegen drei. Drei gegen drei. Ich könnte... Oh oh. Oh oh. Warte mal, Puppenspiel hat... Ach, weil ich den letzten nicht gekillt habe, verflucht. Ach, du schon immer Hundes. Waffe wechseln. Ach, wie machen wir das? Und das wird jetzt risky. Jetzt muss ich eigentlich den als erstes killen. Und kann danach erst den okay. Na gut. Versuchen wir einen offenen Kampf. Knock. Die haben mich jetzt alle gehört. Gute Position. Der lebt nicht mehr lang. Den machen wir wirklich platt. Außer Reichweite jetzt ernsthaft? Ach du Schande. Na super. Naja, dann steht sie halt offen herum. Aber wir haben den gekillt. I'm the hero, you're the zero. Das war gut. I hated that asshole. Everyone in the ark will... Okay, Blitzangriff. Den Sektenjäger. Ah, Sektenjäger nicht so weit weg. Ich will dich doch übernehmen. Sie kann ich mit Sicherheit nicht übernehmen. Ist immun, ja. Ist außer Reichweite. Gut. Dann gehen wir dorthin und übernehmen ihn. Es war eine schöne Position verloren gegangen, aber... dafür geht das jetzt. Jawohl. Overwatch. Wir gehen jetzt
hier hin. Und da habe ich keinen Zugriff auf sie. Außer ich spreng sie frei. Obwohl. Nee. Was ich machen kann ist... Ah, das ist aber nicht so cool. Nee, sie wird erst dann aus der Deckung kommen, wenn sie keine Deckung mehr hat. Dementsprechend machen wir ihre Deckung weg. Das war der Sinn des Ganzen. Wo kann ich da hinspringen? Verbraucht einen Aktionspunkt. Ach Gott, ist das OP. Das ist wirklich ein bisschen OP, wo ich da hinspringen kann. Sehr nice. Was war das gerade? Was ging daneben? Moment, die hat gerade den wiederbelebt. Zum Glück immun gegen Sturmangriff. Okay. Diesmal noch. Das Problem ist der Sektenjäger. Ja, wobei, so ein Problem ist es nicht. Der Sektenjäger sorgt jetzt dafür, dass sie stirbt. Ruckzuck. Komm, zwei Treffer. Ich glaube, einer ist verfehlt. Shit. Keine Munition mit ausgerüsteter Waffe. 25%ige Chance. Ich hab noch eine Granate. Gut, das macht aber nicht. Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann machen wir den weg. You're earning your scrap, kid. Na, wo läuft die denn hin? Jetzt ernsthaft, wo ist sie jetzt hingelaufen? Warum ist sie jetzt dahin gelaufen? Da ist sie ein Opfer. Wow. Die hat irgendeine Spezialfähigkeit. Den hau ich mal lieber um. Damit ich den nicht als Gegner habe. Das tut weh. You will submit to me. Nein. Magnus, nein. Gut daneben. Die Frage ist, klappt es jetzt so, wie ich es vorhabe, oder nicht? Wenn die schon wieder den Schaden abblockt, habe ich ein Problem. Diesmal nicht. Habe ich jetzt auch ihren Bann über meine Einheit ver... Sehr gut. Ja gut, dann beenden wir es hiermit. Sehr nice. Bam! Stone cold.
Nice. And that is that. Arc 1. Nova Sect 0. Their insane plans to destroy our home vanish into the wind. We're safe. Our people live another day. The smoke clears. Ears still ringing. On the edge of my blurred vision, something comes out of the arc. Light dancing across my arm, up my face. I look up. I'm being scanned by some giant eyeball. Then Dux and Pharaoh get scanned. Then Magnus and Selma. The light cuts out and the eyeball darts back inside the wall. We hear pistons churning, gears turning, a machine humming back to life. The gates of Eden open. Maybe Eden sees we're mutants and welcomes us home. We stand there in silence. The five of us are all mutants, found and raised by the Elder. This feels like an answer to the question that's plagued our lives. Who are we? And do we go in and find out? When Dux and me first started out, everything was cut and dried. The Elder knew best. There were no answers in the zone. Mutants didn't know who they were, where they came from, and that was fine. No one cared. But now, after the enemies we fought, after the friends we found, after all we've seen, the five of us stand here at the gates of Eden. Do we go in? Do we want to know who we are? We got them all. Now, let's open that gate, see what this Eden really is. Wollen wir wirklich herausfinden, was das ist? Was steckt hinter Eden? Eine letzte Herausforderung oder ein Story-Plot-Twist? Wir werden es jetzt... Nein, erst mal werden wir looten. Zwei Artefakte und fünf Notizen habe ich nicht gefunden bisher. Schwach. Eigentlich sehr schwach. Hier waren ja keine leuchtenden Artefakte und sonst. Wobei, hier ist was lila. Hier leuchtet es lila. Da oben ist auf jeden Fall noch was. Loot. Und vielleicht gibt es hier oben auch noch was. Ja. Ich zögere es unnötig hinaus. Nee, das ist nichts Interessantes. Das war ein interessanter Kampf. Ich musste mich nicht hochhalten, um die zu besiegen. Alles machbar. Weil ich den Tank als erstes erledigt habe. Die Plutonia war zwar ein bisschen lästig beim Herumrennen, aber sonst war es okay. Sonst war alles okay. Also wir haben jetzt mit dem Bagger hier das ausgebuddelt und jetzt... Ja, was erwartet uns da? Was erwartet uns da? Finden wir es heraus. I could swear that I've been here before. I feel it deep inside. I've seen this star before, and all those crashed flying machines. The stories are true. They came from Eden. Aber Eden ist nicht mehr so großartig. Intakt scheinbar. Eine Notiz. Militärischer Rückruf. Das Oberkommando ist angesichts der Verluste von Orbital Z1 in blanker Panik. Alle militarisierten Bots und Waffensysteme werden zur Einheit Täter verlegt. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Es besteht nicht der leiseste Zweifel. Wir befinden uns im Krieg. Ich kann nur hoffen, dass es schnell geht. Egal, wer gewinnt. Ja, es war ein Weltkrieg irgendwie. Das haben wir ja schon mitbekommen. Atomkrieg und so.
Wir haben gar kein Ziel hier. I was thinking the med pack was gonna be there and boom. The med pack was there. How do you explain that? Das finden wir vielleicht heraus. Projekt abgebrochen. Nach dem Evakuierungsbefehl wurden die Vernichtung aller Forschungen einschließlich der gesunden biologischen Subjekte angeordnet. Dies hat einige von uns verärgert. Zum einen aus ethischen Gründen, zum anderen wegen des Verlustes aller unserer Forschungsergebnisse. Ingmar hat die Nachricht besonders hart getroffen. Er hat sich mit den Subjekten in der Geburtskammer eingeschlossen und weigert sich, die Tür zu öffnen. Sind wir die Subjekte, um die es sich handelt? Also die nicht korrumpiert wurden, die nicht zu Ghouls wurden. Könnte das die Story hinter allem sein? Wir haben auf jeden Fall welche gelebt. Vermutlich. Aber das würde auch die Geschichten des Ältesten bestätigen. Es gibt kein Eden. Zumindest nicht mehr. Es war vielleicht mal da. More of those machines, but all quiet. Let's try not to wake them up. Ja, wir sollten sie nicht aufwecken. So große Maschinen habe ich noch nicht bekämpft. Ich weiß nicht, ob meine Waffen sie penetrieren können. Und dementsprechend stopp. Warning. Quarantine area. Outer seat personal only. This is the place I was dreaming about. Can you believe it? Quarantine. Eden. This makes you question your whole life, right? What happens if the answers you seek are around the corner? Will you want to know? Friedensgespräche gescheitert. Als wären die Zeit nicht schon angespannt und schrecklich genug, erreichen uns nun Gerüchte, wonach die Friedensgespräche für gescheitert erklärt wurden. Gleichsam als Bestätigung hat das Oberkommando Elysium für feindselig erklärt und die falls erforderlich gewaltsame Entfernung sämtlicher Elysium-Diplomaten aus der Anlage angeordnet. Das ist für uns alle ein trauriger Tag. Was ist hier draußen? Ein Picknickplatz. Aren't we deep underground? Ein Spielplatz und so. War das eine Mutantenaufzuchtstation? How can there be trees and grass here? How is that possible? Über uns kommt Licht. Und warum ist hier kein Schrott? Oh. Maschinenarme, die irgendwie was hier gemacht haben. Hier geht's theoretisch weiter. Hier, was ist hier? Ja, hier ist wie eine Aufzuchtstation. Durch Roboter betrieben oder so. Of Bormin. But that can't be possible, can it? Kann es das sein? Sind es die Notizen, die mir noch so fehlen? 23 von 25. Artefakte fehlen mir halt noch. Zwei Stück. Aber naja. Vielleicht finden wir sie, vielleicht auch nicht. Und wenn, dann brauche ich sie jetzt auch nicht mehr. Außer die lustigen Texte, sie sind immer schön. So, was ist hier? Dann gehen wir mal ins erste rein. Eine weitere Notiz. Knochendichtebericht, Woche 12. Rückbildung von innen Skelettmasse gegenüber in Gewebemasse. Bei Sperlingsvögeln, Nagetieren und Fledermäusen. Rohdaten sind in elektronischen Zusatzmaterialien enthalten. Zur Masse der Säugetier-Skelette wurden 50% addiert. Da Knochen von Säugetieren nicht hohl sind, sondern Knochenmark enthalten. Ah, die Vergleichstücke mit dem. Okay. Die haben auf jeden Fall an Tieren experimentiert. I can't believe what I'm seeing. This skull is like an animal's, not like a human's. This might be a mutant, like us. Die erschreckende Geschichte. Ihr wurdet hier gezüchtet, aber wozu? Wozu?
Vielleicht um gegen die Seuche bestehen. Stimmt. Die Mutanten sind ja die einzigen, die in die Seuche rausgehen können, ohne darunter zu leiden. Die Daten haben eine maximale Wahrscheinlichkeit von nur bei 2, genau. Untersucht man alle 4 genau, beträgt die Wahrscheinlichkeit 0. Waffe 2, also, ja genau, ja. Das sind südlichen Hausschweine des Typs 1, Gefolge gekommen, so. Okay, die haben an Schweinen experimentiert. So viel ist jetzt klar. Und ich habe alle Notizen gefunden. Das ist schon mal ein was. Wenigstens habe ich die Notizen alle gefunden. Wenn ich wahrscheinlich nicht alle Artefakte gefunden habe, dann die Notizen wenigstens. Das heißt aber auch, wir kriegen keine weiteren Infos. Schade. Letzter Raum. Was ist hier? Vorerst letzter Raum. Was ist hier? Ein tote Forscher. Okay. Irgendwelche Maschinen? Schacht. Ja, die Sekte, die Sektenanhänger wären jetzt ganz schön enttäuscht gewesen, wenn sie da reingekommen wären. Nicht viel hier drin. Console was a place to retrieve knowledge. I wonder if it has the answers we're seeking. Das werden wir jetzt herausfinden. Alles werden wir jetzt herausfinden. We huddle around the screen. The words Mutant Project blink on and off in big red letters. The screen turns black, then explodes with a flurry of flashing images. Faster than we can take in. I catch glimpses of mutants in test tubes, animals in cages, strands of code, something called DNA. The screen freezes on one final image. An employee profile. A scientist of the Mutant Project. It says his name is Ingmar Edison. His face. When we see his face, those eyes staring back at us, we couldn't believe it. It was him. The profile says his status was revoked after stealing mutant experiments from the lab. Memories come flooding back. We were the experiments. They raised us in tubes and played games with our DNA, made us freaks. The Elder was part of this. Happy endings died with the ancients. Why didn't he tell us? Who is he? The room spins. The truth comes flooding back into my brain. Everything I know is a lie. I lose my balance. As the room turns black, a voice crackles onto the radio. Ghost-like, ethereal, like the ancients calling down from space. Command Center Sweden. Come in, Command Center Sweden. I repeat, Command Center Sweden. Command Center Sweden. Nice. Wir haben es durchgeschafft. Wir haben das Spiel durchgeschafft. Geil. Okay. Das war ein cooles Spiel, muss ich schon zugeben. Also auch die Story war ziemlich cool. Und sie ist auf jeden Fall sehr offen für einen DLC, weil jetzt am Ende Command Center Sweden. Na, jetzt wissen wir auch, wo es gespielt hat. Das hat man auch ein bisschen an der Sprache oder so von den kaputten Sachen gesehen. Das ist irgendwas, das hat sich schon irgendwie anders gelesen. Es war kein amerikanischer Akzent, sondern eher Skandinavien. Das habe ich schon irgendwie gedacht. Das war cool. Es war zwar ziemlich offensichtlich, dass der Älteste, oder ziemlich gegen Ende hin war es ziemlich offensichtlich, dass der Älteste vermutlich da was mitgewirkt hat. Und zwar der Verdacht ziemlich früh da, dass er vielleicht der Doktor oder der Professor oder der Forscher war.
nachdem der einfach häufiger vorgekommen ist in der Geschichte. War auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ah, die Froschbeine, die habe ich erst am Ende gecheckt, dass sie so stark sind. Die hätte man sehr, sehr viel häufiger nutzen können, zu meinem Vorteil. Andererseits, so häufig hatten wir keinen offenen Kampf, von daher passt es schon. An sich habe ich das Spiel sehr genossen. Es war richtig, richtig gut. Und ich würde mich freuen, wenn es dafür auf jeden Fall eine Fortsetzung gibt. Als DLC oder auch anders. Gerne mehr Spiele dieser Art. Schön knackig. Von der Größe her war das Spiel auch in Ordnung. Also so um die 20 Stunden oder so, würde ich schon sagen. Das ist angenehm. Das ist für mich der beste Kompromiss. Wenn man dann noch den Preis ordentlich macht, also nicht hier 60 Euro, dann ist das, glaube ich, immer ein sehr guter Deal. 20 Euro Unterhaltung für... Ja, das kostet knapp 30 Euro. Das ist gut. Das ist richtig. Ja! Schade finde ich, dass ich zwei Artefakte nicht gefunden habe. Da bin ich baff, weil so schwer waren. Wobei, teilweise waren die schwer zu sehen. Das stimmt schon. Aber normalerweise haben sie immer so schön lila geleuchtet, schon aus der Entfernung. Und man hat sie ziemlich leicht gesehen. Da bin ich ein bisschen baff, was ich da übersehen habe. Aber trotzdem, war ein cooles Spiel. Muss ich schon sagen. Gefällt mir. So, blättern wir mal durch. Okay, das kann ein bisschen dauern, das Durchblättern. Ja, okay. Ja. Sonst gibt... Was passiert, wenn ich weiter drücke? Bin ich dann wieder im Spielstand? Bin ich dann in Eden? Kann ich dann zum Ältesten zurück? Oder bin ich dann kurz vor Eden? Beziehungsweise... Kurz davor. Okay. Ja, zwei Artefakte, eine Notiz. Die Notiz hatte ich dann hier noch. Ja... Gebiete habe ich nahezu alle geklärt, glaube ich. Wobei das da, das irritiert mich. Warum ist da ein Fragezeichen? Kann man da vielleicht noch irgendwie hin? Gibt es vielleicht noch irgendwo einen versteckten Weg? Aber der ist nicht eingezeichnet zumindest. Ja, ein bisschen, ja, wobei... der Schwierigkeitsgrad ist... Wenn ich einen Negativpunkt sehen würde bei dem Spiel, dann fand ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen... Ja, der ist immer ein bisschen zu ruckartig gewesen und dann am Ende... Ja gut, das ist das Übliche bei diesen Spielen, aber am Ende zum Beispiel der Robotereinheiten waren schon im Midgame eigentlich useless. Die konnten nichts mehr. Bis auf am Ende hier diese, wo drei Roboter auf einmal kommen, waren die sonst eigentlich nichts. Die Menschen hingegen, ja, ist das Sneaky-Event, das Element des Sneakens haben wir auf jeden Fall sehr ausgiebig genutzt. Allerdings, ja... Das hat halt auch viel Herausforderung genommen. Man musste seine Prozente schaffen beim Critten, am Ende zumindest. Und dann war alles easy peasy. Aber das ist, glaube ich, immer so. Wenn man gute Sachen hat am Ende, das läuft aber ganz gut. Ja, war auf jeden Fall ganz nett. War ein cooles Spiel. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Ende mitgeschaut habt. Ich hoffe, ich finde bald wieder so einen schönen Rohdiamanten. Und freue mich, wenn ihr mich dann auch weiter begleitet. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Projekt.